Herzlich willkommen zu einem neuen Video, einer neuen Woche mit uns. Getreu dem Motto, alles neu macht der Mai, haben wir einige große Neuigkeiten, die wir euch verkünden wollen. Ja, wir waren ja einmal mit unserem Van in der Werkstatt, wie der eine oder andere das schon mitbekommen hat. Wir haben unseren Van komplett entrosten lassen und neu lackieren lassen. Und da seid ihr bestimmt auch sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Das zeigen wir euch auch gleich und natürlich verraten wir euch dann auch, wie teuer das Ganze war und wie zufrieden wir damit sind. Genau, und im Laufe des Videos werden wir noch einige weitere Neuigkeiten mit euch teilen. Jetzt geht's aber erstmal damit los, wie wir unseren Ting-Tong abgeholt haben. Es ist soweit, wir holen jetzt Ting-Tong ab. Wir nehmen jetzt den Zug und fahren hin. Wir sind genauso gespannt wie ihr, wie die Farbe aussieht. Wissen wir nämlich gar nicht, ne? Mal was öffnen wir. Auf geht's, komm. Da, da. Nein. Das ist er. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus. Das ist einfach unglaublich schön. Oh mein Gott. Das Blaue passt auch voll gut von drinnen mit dem Grün, finde ich. Das passt, ne? Ja. Ja, hier in der Tür im Schlafen ist voll cool. Oh Gott, guck dir das mal an, Schatz. Aber cool, dass sie das da haben, weil sie hat gesagt, drinnen bleibt das. Aber das sieht natürlich so viel cooler aus, wenn jetzt an der Tür, ne? Ja. Weil ich dachte, die Tür bleibt drin. Ja, dachte ich auch. Aber haben sie trotzdem gemacht. Oh. Weißt du, haben sie das alles hier? Oh, oh, wie neu, wie neu. Alles wie neu. Unsere Delle ist weg. Stimmt. Hier war eine riesen Delle drin, da oben auch. Ich gucke jetzt aber drinnen mal nach der Batterie, denn die war bei 100%, die wir denn hier abgegeben haben. Und bin mal gespannt, wie viel Prozent die jetzt noch hat. Oh, krass. Ist überraschenderweise voll viel. Wir haben nämlich nur den Kühlschrank angeschlossen gehabt, aber es war wahrscheinlich so kalt, dass er nicht viel kühlen musste. Das letzte Mal über Solar geladen hat er ein bisschen vor 10 Tagen. Aber halt auch nicht sehr viel. Also das letzte Mal so richtig vor 16 Tagen, wie wir den abgegeben haben. Und jetzt gar nichts. Ey, die Batterie ist bei 51%. Was ich aber auch voll überraschend finde, ist, die Pflanzen hier drinnen, die leben noch. Lebt seit 16 Tagen nicht gegossen. Lebt und wächst sogar seit 16 Tagen nicht gegossen. Guckt euch das mal an. Was hat uns der ganze Spaß denn eigentlich gekostet? Also wir haben für das gesamte Entrosten und Lackieren 1.800 Euro bezahlt. Ja, da kamen noch ein paar kleinere Reparaturen dazu. Da kam die Federung noch dazu und an der Lenkung musste noch was korrigiert werden. Unsere Windschutzscheibe musste ausgetauscht werden. Insgesamt haben wir fast 3.000 Euro bezahlt und genau 1.800 Euro davon für das Entrosten und Neulackieren. Ja. Wie zufrieden sind wir damit? Ja, unser Auto ist schon ein paar Jährchen alt, ich glaube 17 Jahre alt. Und angesichts dessen würde ich sagen, ja, wir sind schon zufrieden, aber nicht sehr zufrieden. Also ich zumindest nicht. Also ich meine, wir haben damals für das Auto 4.500 Euro bezahlt. Er hatte schon sehr viele Roststellen. Das war halt so die Schwachstelle auch vom Auto oder die Schwächen. Und in Deutschland haben wir auch versucht, öfters mal so Preisvorschläge zu bekommen, was denn so ein Entrosten kostet. Und da in Deutschland wurde das Auto eigentlich schon als Totalschaden bezeichnet, weil die Reparaturkosten bzw. das Entrosten einfach viel zu teuer, also 2- oder 3-mal so teuer wie der Kaufwert ist. Ja. Und deswegen haben sich die meisten Werkstätte geweigert, es zu machen. Und für uns wäre das natürlich auch, also 15.000 Euro, 10.000 Euro würden wir jetzt auch nicht dafür bezahlen, auch wenn es dann vielleicht perfekt wäre. Aber es wäre vielleicht wirklich für dieses Auto, ja, vielleicht einfach nicht so schlau. Ja, das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Und für 1.800 Euro sind wir trotzdem in der Hinsicht schon sehr zufrieden, ja, weil der Rost so an sich ist ja schon weg. Ja. Sieht auch alles schon viel besser aus. Aber natürlich das Lackieren, es ist so die ein oder andere Sorgfalt, sage ich jetzt mal, hat gefehlt, dieses Perfektionismus, was, denke ich, schon in Deutschland dann eher größer ist, kann ich mir vorstellen.
Ja, dass da halt so ein bisschen noch an dem Fensterrahmen ein bisschen Lackreste sind oder dass an der Fensterumrandung noch so ganz bisschen schon die Farbe so ganz leicht Splitter oder schon so einen kleinen Riss hat. Da haben wir natürlich Angst, dass es dann nicht so lange hält. Aber wir haben uns mit der Werkstatt zusammengesetzt und haben denen nochmal ein paar kleine Sachen geschickt, die, mit denen wir nicht so ganz zufrieden waren. Und die waren super lieb, die wollten sofort, dass wir zurückfahren oder die wollten sogar uns abholen, also unser Auto holen, da wo wir waren. Wir waren nämlich schon 3 Stunden weitergefahren, haben uns aber geeinigt, dass wir im Oktober wahrscheinlich nochmal zurückfahren und dann nochmal die Sachen reparieren lassen oder nachbessern lassen. Ja, was ja auch der bessere Deal ist, weil bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen und die eine oder andere Macke tritt dann wahrscheinlich nochmal auf und wir würden das dann alles im Oktober, November von denen nochmal ja, korrigieren lassen. Das heißt, wir sehen uns wieder, Santander. Wenn man das mal runterrechnet, 1.800 Euro, wenn wir jetzt mal sagen, der Van hebt so, wie er jetzt ist, definitiv die nächsten 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre, dann sind das 800, 900 Euro Miete, wenn er jetzt 2 Jahre hält, Jahresmiete. Genau. Das ist schon also echt sehr wenig, so viel haben wir in unserer alten Wohnung in Mannheim im Monat gezahlt. Ja. Und das würden wir dann hier aufs Jahr gerechnet zahlen. Also alles in allem tipptopp. Ja. Können wir empfehlen, würden wir so machen, nur wenn ihr Perfektionisten seid, dann macht das lieber in Deutschland. Richtig. So, nachdem wir Ting Tong von der Werkstatt abgeholt haben, sind wir zum Campingplatz gefahren und haben ihn da nochmal richtig dolle sauber gemacht. Denn wir hatten gefühlt 10 Kilo Sand aus Fuerteventura dabei. Genau, wir haben uns einen Campingplatz mit einem Bungalow gemietet. Und damit wir halt einfach nicht jetzt hier schlafen müssen und putzen, sondern das war dann echt angenehm. Ja, damit 2 schöne Tage auf jeden Fall verbracht und das seht ihr jetzt. Melli bereitet gerade schon die Wäsche vor und ich sortiere mal den Keller aus. Die Tür hier knackst schon die ganze Zeit, das nervt extrem und das repariere ich jetzt. So, geht wieder. Die Arbeit wäre erledigt, Haken dran. So, als nächstes haben wir hier stehen Streicharbeiten hinten. Und zwar wollten wir das hier alles wieder schön schwarz lackieren, haben uns dafür schwarzen Lack besorgt. So, fertig ist der Bums. Das Ding hier vorne muss auch sauber gemacht werden. Dann können wir da auch einen Haken dran setzen. Genervt, ne? Dieses Gummi halt hier abzuspucken ist halt schon kacke. Ja, normalerweise war abgemacht, dass es nur von außen lackiert wird. Aber dann haben sie es anscheinend doch gemacht, aber irgendwie nicht so ordentlich. Also müssen wir das jetzt machen. Die Ecke des Grauens. Oh. Oh Gott. Alter. Sieht jetzt alles wieder schön sauber aus. Dann haben wir auch die Blumenkästen neu gemacht und jetzt haben wir uns gedacht, gehen wir zur Feier des Tages runter in dieses kleine Dorf. Das ist so eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt und ein bisschen spazieren und dann gönnen wir uns unten was Leckeres zu trinken und genießen die Aussicht.
So, wir sind jetzt angekommen in dem kleinen Örtchen Mendexa. Mendexa wird es geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Sieht sehr schön aus hier unten. Und da oben, ganz da oben, da liegt unser Campingplatz. Also es wird ein sehr lustiger Rückweg. Melli hat da schon richtig Bock drauf, ne? Wir sind jetzt nur bergrunter gelaufen. Das heißt, wir müssen eine halbe Stunde nur berghoch laufen. Können wir das Essen verdauen. Perfekt. Ich glaube, vielleicht heißt die Stadt, in der wir sind, eher Lekeitio, oder? Ja, ich habe mir das schon gedacht vorhin, wo du es gesagt hast, weil wir standen jetzt zu der Richtung und dann kam ja dieses Schild, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Also dachte ich mir, eigentlich, wenn man hier rausfährt, dann dort, in die Richtung kommt man zu dem Ort. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Lässt du mich lieber wie einen Idioten dastehen. Naja, wie dem auch sei, ob Mendexa oder Lekeitio. Lekeitio ist bestimmt total falsch. Wir müssen mal gucken, alles, wie man das alles ausspricht. Alles falsch. Kriegen wir hier wieder Ärger. Nach jedem Video kriegen wir Benachrichtigung, dass man das so nicht ausspricht. Wir hätten das nochmal googeln müssen. Nee, wir googeln da jetzt nichts mehr. Ich hab Hunger. So, für heute verabschieden wir uns aber. Wir wollen uns jetzt einfach einen richtig schönen gemütlichen Abend machen, nachdem wir so viel gearbeitet haben, und die Kamera einpacken, ein schönes Essen und dann noch eine Nacht in dem Bungalow schlafen, bis es dann morgen mit Ting Tong weitergeht. Schneller Halt, ekelhafter, überquellender Mülleimer, demontierter Pullover als verlassen markiert, Abfalleimer und Flaschen auf dem Boden, überhaupt nicht angenehm oder beruhigend. Gerade eben hatten wir schon in irgendeiner Bewertung so einen ganzen Kadaver. Ich weiß nicht, ob das Übersetzungsfehler sind, aber wenn irgendwo ein Kadaver in der Bewertung drin steht, bin ich erstmal vorsichtig. Prinzipiell suchen wir mit Park4Night oder halt auch mit Google Satellit. Ich glaube, wir haben etwas gefunden. Lest mal eine Bewertung vor. Schöner Ort, ohne Zweifel. Alles wie beschrieben. Toiletten etc. vorhanden. Würde momentan jedoch absehen, hier zu übernachten, da der Wind extrem stark ist. So stark, dass wir wirklich nicht schlafen konnten. Und die anderen Vans scheinbar auch nicht. Wir haben eine Höhe von 2,70 Meter. Aber auch die kleineren Vans haben häufiger umgeparkt, weil es zu windig war. Wenn der Wind nicht wäre, würde ich 5 Sterne geben. Ja, heute ist es windstill. Das ist in Nähe. Da können wir hinfahren. Wir stehen gerade im Motor aus. Juhu. Ja, wir sind angekommen. Richtig schön hier. Ungefähr auf 200 Meter Höhe. Und normalerweise ist da vorne eine Höhenbeschränkung. Das heißt, da dürfen nur so kleine PKWs oder kleine Vans bis 1,90 Meter rein. Aber wir haben gesehen, dass es hier vorne dran auch Parkplätze gibt. Und ja, hier ist auf jeden Fall genug Platz für uns. Ja, das da hinten ist unsere Aussicht. Mega nice, finde ich die. Und ja, gerade eben waren wir noch da hinten auf ca. 500 Meter Höhe. Das ist dann nicht so gut gewesen. Und jetzt stehen wir hier. Der Ozean ist auch da vorne. Den kann man von hier aus sehen, also richtig schön.
siehst auf jeden Fall unverschämt gut aus. So, wie kann man sagen. Danke. Ja, dann gibt es auch noch andere Neuigkeiten. Wir haben nämlich unseren Namen geändert. Ja, vielleicht hat das ja der ein oder andere schon gemerkt. Aus Dear Vagabond Life wird David und Melinda. Genau, wir haben uns entschieden, den Namen jetzt einfach zu ändern, weil Dear Vagabond Life entstand damals, wo wir auf Weltreise waren mit unseren Backpacks und da sind wir viel gereist. Und ja, es ging halt wirklich hauptsächlich ums Reisen. Jetzt leben wir in unserem Van, deswegen ist auch Alltag, Kaffee, Essen, natürlich auch Reisen, aber in erster Stelle stehen einfach wir jetzt. Ja, ist halt einfach persönlicher. Und ja, ich denke einfach, dass wir mit unseren Namen ja da auch eine viel ja, bessere Bindung einfach zu unseren Videos bekommen, weil das sind einfach wir. Und wir bleiben immer Vagabunden und werden immer von einem Ort zum anderen ziehen. Aber wir sind natürlich auch noch viel mehr als nur Reisende. Genau. Ja, wir hoffen, euch gefällt der neue Name. Auf Instagram haben wir uns nämlich auch umbenannt. Da ist der Name dann Melinda und David. Die Idee ist entstanden, weil Instagram hauptsächlich ich betreibe. Das heißt, ich kümmere mich mehr um den Instagram-Account und David mehr um den YouTube-Account. Und deswegen haben wir gedacht, YouTube ist David und Melinda und Instagram ist Melinda und David. Ja, also falls es euch gefällt, dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr genau den anderen Namen besser fandet, dann ja, freuen wir uns auch über einen Kommentar. Genau, und des Weiteren haben wir jetzt eingeführt, dass ihr bei uns auch Kanalmitgliedschaft oder Kanalmitglieder werden könnt. Und zwar ist das so gedacht, dass ihr unseren Kanal und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, ja, honorieren könnt und unterstützen könnt. Und ja, da freuen wir uns einfach, wenn ihr da Lust habt und mitmacht und uns da einfach unterstützt. Das werden dann, wird sich auch noch entwickeln, also es ist jetzt gerade mal der erste Schritt. Ihr könnt ja gerne mal reingucken, was es da so für ganze Spezialitäten für euch gibt. Ja, dann kommen wir jetzt einfach zum Ende des Videos. Hoffen, es hat euch gefallen und ja, sehen uns hoffentlich beim nächsten Video mit neuem Kanalnamen. Genau. Wir werden jetzt auf jeden Fall Spanien verlassen. Das war hier unser letzter Tag in Spanien und wir fahren jetzt gemütlich durch Frankreich bis nach Deutschland. Werden ein bisschen die Familie besuchen. Neben all den ganzen Projekten arbeiten wir auch noch an eigenen Projekten wie unserem E-Book und anderen eigenen Projekten und unser E-Book soll spätestens in diesem Sommer erscheinen. Ja, aber da gibt's noch ganz viele Ideen, die wir haben und die werden wir euch dann einfach innerhalb der nächsten Videos verraten. Also abonniert unseren Kanal, vergesst nicht die Glocke einzuschalten, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss. Ich weiß nicht. Ich finde deutsche Sprache sehr schwer manchmal, ich vergiss Worte. Achso, meine Schuhe quietschen immer noch. Aber jetzt mehr der linke wie der rechte.